Heute, was geht ab, Leute, Hong hier? Mit einem Video, das ich eigentlich schon vor ein paar Tagen rausbringen wollte, aber dann kam das ganze Raid-Update oder Gym-Update und dann ist es vollkommen untergegangen. Ist aber trotzdem ein sehr wichtiges und interessantes Thema. Und mich wundert es auch, dass keiner von euch mich danach bisher gefragt hat. Beziehungsweise wahrscheinlich habt ihr nicht davon gehört. Es ist halt echt untergegangen, aber ist echt interessant. Und zwar geht es um Slash-Pokémon. Also es wurden Pokémon einfach durchgestrichen in den Inventaren von Spielern. Das ist so eine neue Sicherheitsmaßnahme von Niantic gegen Cheater, gegen Bots, GPS-Faker und irgendwelche fremden Softwares. Ist ein heikles Thema. Mich hat zum Glück nicht betroffen. Ein paar Hater von euch wird es wahrscheinlich enttäuschen. Trotz des ganzen Map benutzen und scannen. Aber das war auch nicht das Hauptziel von denen, sondern wie gesagt GPS-Faker und Botter und sowas. Und es hat auch ein paar Kollegen von mir erwischt. Ein paar von den Accounts sind nicht ganz sauber. Also gerechtfertigt, aber auch ein paar. Da hat es einfach normale Spieler erwischt und das hat dann auch für große Panik gesorgt. Schauen wir uns erstmal kurz an, was das bedeutet, genau, wenn ein Pokémon durchgestrichen ist. Und zwar kann es dann nicht in Gym Battles teilnehmen. Es kann auch nicht als Defender benutzt werden. Und am Anfang konnte man, falls eine Vorentwicklung geslashed wurde, also durchgestrichen wurde, es entwickeln und dann war das Entwickelte nicht mehr durchgestrichen. Aber das wurde jetzt auch geändert. Und das Wichtigste, wenn man es verschickt, das durchgestrichene Pokémon, kriegt man kein Bonbon dafür. Das hat natürlich für viel Aufruhr gesorgt, weil alle ihre Pokémon aufgehoben haben für Double Candy Event. Und jetzt musste man halt das Risiko eingehen, wenn die durchgestrichen werden, dass man halt 0 Candy bekommt. Manche haben Angst gehabt und haben dann alle ihre Pokémon verschickt, die sie halt verschicken wollten für Double Candy und haben halt nur einfach Candy bekommen. Ich hatte keine Angst, ich hatte keine Sorgen, dementsprechend habe ich noch alle Pokémon. Und mir ist halt auch nichts passiert, weil, wie gesagt, das war halt kein Angriff gegen Maps und Scannen, sondern halt nur gegen GPS-Faken und sowas. Und dementsprechend war ich mir relativ sicher, dass mir nichts passieren wird. Und ein paar Kollegen ist es zwar passiert, aber ich nehme mal an, weil die ihre Accounts geshared haben, in einem zu kurzen Abstand, also nicht richtig gemacht haben und dementsprechend der Sprung einem GPS-Fake geähnelt hat. Und die Pokémon wurden dann durchgestrichen, geslashed. Was ich schade finde, weil ich bin komplett anti-Account-Sharing, also ich hätte echt nichts dagegen, wenn alle Pokémon, die durch Account-Sharing gefangen wurden, durchgestrichen werden. Also jetzt ist ja eine Zeit lang vergangen seitdem und wer jetzt kein durchgestrichenes Pokémon hat, der sollte auch keine mehr bekommen. Aber das kann ich natürlich nicht 100% garantieren. Kann natürlich immer noch kommen, man weiß nicht genau. Aber grundsätzlich finde ich, das ist eine sehr gute Idee. Stoppt halt echt, also stoppt nicht wirklich die GPS-Faker. Also die haben halt, sind halt zu jedem Pokémon hin gejumpt und haben echt gute Pokémon, sogar besser als ich sogar, also natürlich viel besser als ich. Also theoretisch ganz gut gegen GPS-Faker und Cheater, aber wenn man einen Blick durch die Arenen wirft, also die sind immer noch überall vertreten, bei mir vor allem, sich überall nur gelbe GPS-Faker. Und vor allem mit dem neuen Arena-System, aber darüber reden wir wahrscheinlich sicher auch noch, ist es eigentlich komplett egal, welches Pokémon man reinstellt. Dementsprechend ist es vollkommen egal, dass man die guten Pokémon durchstreicht, die sie illegal durch Cheaten erworben haben. Also ich stelle zurzeit nur echt nur Müll rein, Raupis und so und das reicht. Sogar wahrscheinlich besser. Aber das besprechen wir eh, wenn wir über die Arenen reden. Wahrscheinlich morgen oder so. Also war eigentlich eine gute Maßnahme von Niantic, aber durch das neue Arena-System und wie komisch das gerade alles ist, eigentlich vollkommen nutzlos. Vielleicht noch ganz kurz, welche Pokémon gestrichen werden. Ist eigentlich dasselbe wie die Pokémon, die bei Shadowbans gebannt werden, die man dann nicht mehr sieht. Hatte zum Glück nie ein Shadowban, weil die bekommt man hauptsächlich, wenn man irgendwelche IV-Scanner benutzt, also irgendwelche fremden Softwares. Und da mir die IVs relativ egal sind, außer 100%, und 100% kann man immer ablesen. Und Attacken und sowas ist mir auch relativ immer egal. Ich fange einfach Pokémon. Ja, dementsprechend hatte ich nie Probleme damit, weil ich sowas nie benutzt hatte. Aber ich kenne auch viele, die das benutzt hatten, haben einen Shadow bekommen
Aber nachdem die das gelöscht hatten von der App wieder, also die IV-Scanner, ist der Shadowban weggegangen. Also Finger weg von diesen IV-Scannern. Also hier eine kleine Liste von den Pokémon, die betroffen sind. Manche machen Sinn, manche machen keinen Sinn. Für mich sehr komisch. Zum Beispiel die Starter macht Sinn, klar. Dratini, Galaxo, Lavita, Lapras, klar. Janerga, auch klar. Aber dann sind auch so komische Sachen dabei wie Raupi, Honleo, Habitak. Also keine Ahnung. Aber um ehrlich zu sein, mich hätte es auch nicht gestört, wenn alle Scanner und Map-User betroffen gewesen wären. Für alle Hater da draußen, die wünschten, mir wäre das auch passiert. Also da muss ich euch enttäuschen, das wäre mir relativ egal. Weil solange ich die in meinem Inventar habe als Sammlung, reicht mir das. Vor allem bei den 100%, selbst wenn die durchgestrichen sind und nutzlos für Kampf und Arenen. Solange ich die in meinem Inventar habe und da 100% steht, bin ich vollkommen zufrieden. Aber zum Glück war das keine Maßnahme gegen Scannen und Maps, also wir werden weiterhin scannen. Es war nur ein kleiner Schreck, haben wir erstmal die Finger davon gelassen, aber jetzt geht's wieder weiter. Ein paar Scanner-Touren sind von mir aus auch geplant. Von den anderen leider nicht, weil die vollkommen auf Raids hängen geblieben sind. Was ich echt nicht verstehen kann, aber ich habe dazu wahrscheinlich schon ein Video gemacht, beziehungsweise plan es gerade. Und werde es aber auf jeden Fall vor diesem Video hier hochladen, also checkt das andere Video über die Raids ab. Und dann noch das hier. Und ansonsten war es das auch schon. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und habt ihr vielleicht Erfahrung damit? Ist euch ein Pokémon gestrichen worden? Wenn ja, welches? Gebt mir Bescheid. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.